Und ui. Hören Sie gut zu, Express. Lockhart hat bei der nächsten Kontrollsperre eine EMP-Falle für Sie eingerichtet. Wenn sie wie geplant losgeht, grillt sie die Systeme der Nanohülle und ihre Synapsen wahrscheinlich gleich mit. Wir können die Falle zwar nicht umgehen, aber wir können sie austricksen. Es gibt eine Nebenstation für die Energieversorgung des Prism am Ostufer. Ganz in ihrer Nähe. Erreiche die Trafostation. Jawohl, das werden wir auch machen und ich bin gerade drauf gekommen, ich bin ein Vollidiot, denn wir sind ja hier nicht weitergekommen, oder ich, letzten Teil, und dabei hätte ich nur unten durchkrallen müssen. Das war natürlich viel zu einfach. Oh, ist da jemand? Nein, da ist keiner. Kann man das Ding eigentlich schalldämpfen? Nein, kann man nicht. Was haben wir sonst noch dabei? Die Schatze. Oh, die kann man auch nicht schalldämpfen. Das wird dann aber ziemlich bitter, wenn wir das im Stealth machen möchte. Oh crap. Das ist ja super, dass die wissen, wo ich bin. Echt, das ist der Hammer. Taktische Bewertung empfohlen. Ja, das kannst du laut sagen, wa? So. Da haben wir einen. Da sind zwei. Da ist einer. Da ist einer. Das sind aber sicherlich noch nicht alle. Auf der Seite. Da haben wir einen. Jo. Okay. Tarnen wir uns wieder und werden. Glaube ich, habe jetzt alle markiert, ja. Mal hier runter. Daher. Vielleicht, wenn wir uns ein bisschen reinschleichen und dann wieder eine schallgedämpfte Waffe jetzt organisieren. Das wäre natürlich cool. Eine Raketenstellung. Der sieht den hier. Kann jetzt nicht einfach so wegboxen. Schau, da haben wir ja noch einen. Sieht uns da jemand? Nein, ich glaube nicht. Okay. Wir sind immer noch komplett unaware. Und in den Wachturm kommen wir auch nicht rein. Das ist ja richtig toll. Mal schauen, ob wir hier irgendwie was finden. Schon wieder so Fetzen im Auto. Mal hier nochmal ein bisschen Energie tanken. Okay. Jetzt hier was bei den Trafos. Schaut schlecht aus. Oh, das sind viele. Den da oben, den können wir ausschalten. Der wird von Kern am anderen gesehen. Ja. Müssen wir es nur dahin schaffen, ohne dass wir gesehen werden. So, wieder aufladen. Tarnfeld aktiviert. So, jetzt machen wir das ganz entspannt und ganz kommod. Er wird das gar nicht mitbekommen, dass wir ihn hier wegholen. Super, das hat natürlich wieder einer kehrt. Der hat das gar nicht mitgekriegt. Okay. Ach, was soll's? Probieren wir's. Sehr schön. Hätten wir schon zwei ausgeschaltet. Puh, was haben die dabei? Auch das Teil. Ich weiß nicht, es wäre mir ehrlich gesagt lieber, wenn wir da eins wegholen. Oder echt auf die Rambo-Methode jetzt einfach. Moment, das sicher doch. So. Roger, gib bei. Schicke Unterstützung.
Boah, der Alarm nervt vom Ton her. Der ist weg. Wow, wow, wow. Das K-Volt. Der ist weg. Der ist weg. Also schon wieder einer, hey. Der ist weg. Ja, genau. Halt das Käpfle aus. Ja. Das bringt mich sehr weiter. Wo denn? Sei mal nicht so hastig und jedes Mal so. Ist doch unmöglich. Versuche euch doch nur zu töten. Ah, der ist weg. Es werden da doch weniger. Es geht doch. Braucht nur Stationäres. Gut, 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 gut. Ich glaube, wir haben. Das war so gut wie alle ausgeschaltet. Wieder zwei weniger. Kann man die Dinger nicht einfach ausmachen? Ja, Mann. So, schon angenehmer. Ach, da oben ist auch so ein Wachturm, oder wie? Nehmen wir erst einmal das Teil, da haben wir mehr Munition. So, jetzt gehen wir in diese vermaledeite Trafostation und richten wir da mal ein bisschen Chaos an. Kollege, erst anklopfen, dann schießen. Vor allem nicht hastig werden, das mag ja gar nichts. So, da gehen wir jetzt ganz entspannt rein. Nehmen das Teil mit. Da kennen wir jetzt gar nichts. Gut. Sehr schön. Weiß es zwar nicht, aber die Energieversorgung für seinen EMP-Angriff läuft über diese Station. Mhm. Und die ist bald überlastet. Ah, ja. Wenn sie den Notfall-Shutdown auslösen können, wird der Kreislauf unterbrochen. Und wenn die Systeme wieder oben sind, kann es keine größere Energieentladung mehr geben. Okay. Er wird es nicht merken, weil es nicht angezeigt wird. Aber wenn er auf den Auslöser drückt, wird er versagen. Leite die Energie um und deaktiviere die EMP-Falle. Mhm, die EMP-Falle. Wir haben auf der ganzen Insel Energiespitzen. Lockert ist stinksauer. Sie wollen da rein. Maximale Panzerung. Das Primärziel ist stinksauer, das kann ich euch schon mal sagen. Jungs, und das Primärziel hat weiters eine sehr schwere Waffe dabei. Okay, das scheint übel zu sein. Na, komm. Ja, Gefahr, you know say. Ausgezeichnet. Und jetzt so schnell wie möglich raus da. Cell hat das Ganze bestimmt mitgekriegt und ist unterwegs, um es zu untersuchen. Verlasse die Trafostation. Müssen wir jetzt hier raus, oder? Wieder so, wo wir gekommen sind. Ne, die Tür ist jetzt zu. Okay. Kein Kontakt. Alles sicher. Manovision aktiviert. So, was sagen wir? Das mit dem schweren MG, glaube ich, war eine gute Idee. Sehen wir gar nichts so. Okay. Erstmal eine gelaufen, da konnte ich nichts für. Dann haben wir noch einen. Mal wieder ein bisschen Licht kommen. Mal ein bisschen aufladen lassen wieder. Sie müssen jetzt vorrücken. Ja. Sie dürfen gar nicht darüber nachdenken, was sie getan haben. Okay. Die sollen da hinten auch denken, die sollen zittern. Weil ich ja so ein schweres MG habe. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, aber das war super. Na toll. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Alcatraz. Wir sind so weit gekommen. Sie dürfen jetzt nicht versagen. Nö, nö. Mein Freund hier wird das schon regeln. Nanovision aktiviert. Toller Lift, der ist zusammengeklebt. Betritt der Nanovision.
So, alle erledigt. Nee, da ist noch irgendwo einer. Ich höre einen K-Volt, ich höre es. Ah. Na bitte, da war er noch. Gut. Ist jetzt einmal. Oder ist noch nicht? War es nicht. Okay, schmeißen wir die mal weg. Schnappen wir uns dieses Ding. C, entfernen. Ah, wieder 150 Schuss. Was hat da denn? Kollege, es war wieder hastig drauf. Bei uns rein stealthen wir mal. Da machen wir so, als wären wir auch unauffällig. Ah, da ist die EMP-Garage. Aber nee, Moment, das wissen wir ja noch gar nicht. Haha. So, jetzt kommt da die Jalousie runter. Genau, und jetzt kommt die EMP. Brutzel. Brutzel. Explosion bestätigt. Öffne innere Tür. Innere Tür aktiviert. Es geht los. Sobald Sie Sichtkontakt haben, meine Herren, erledigen Sie ihn. Hier gibt es mal kein einziger Moment. Ich will mir den Anzug noch schwarz sehen. Alcatrash, links von Ihnen ist ein Abflussgitter. Zerstören Sie es und nehmen Sie die Kanäle zum Fluss. Ich entriegele die Wartungstür und übermittle Ihnen Lockharts Position. Los! Los jetzt! Vielen Dank. Umschalten auf Vollautomatik. Achtung auf Querschläger. Etwas Platz lassen. Keine Chance, du kriegst mich nicht. Du kannst mich nicht erwischen. Ich würde sagen, ich bin weg. Haha. Spüren Sie ihn heraus. Gelb 10. Achtung. Ziel ist möglicherweise an Ihrer linken Flanke. Vermutlich unbeschädigt. EMP war anscheinend wirkungslos. Ich wiederhole. EMP wirkungslos. Bereit machen zum Angriff. Und zum Enttarnen und dann schleichen wir dahin weiter. Blechdose hat immer die Chance. Wir laufen jetzt darüber. Perfekt. Ja, schon. Komme ich nicht rauf? Ich blase Ihnen das senile Hirn raus. Bessere Männer als Sie haben das versucht. Bessere Männer als Sie und Wesen, die so weit über Menschen stehen, dass es ihre Vorstellung übersteigt. Ah ja. Alcatrash, töten Sie ihn. Jo, klar, mach mal. Uns da verbeißt helfen können. Hat mal jemand die Eier und legt dieses Arschloch um? Ah, oder machen wir das jetzt ab hier im Rambo-Style? Rambo. Er ist nur ein verdammter Mann! Vieles gefangen! Niemand sieht sein Geld, bis ich den Arsch im Anzug habe! So, come at me, Bro. Zum Versagen, Mann. Zum Versagen. Genau dafür werden die Jungs bezahlt. Ich will seinen Kopf. Tarnfeld aktiviert. Wow, was war das? Irgendwas hat mich gerade brutal getroffen. So, da rein.
Moin Lockhart. Au, au, au. Der Schuss war aber kaschas. Oh, jetzt ist er. Und weg mit dem. Platsch auf dem Boden. Kann ich eigentlich durchschießen? Nee, aber mit dem Ding kann ich durchschießen. Ah, die Gauss. Ha! Ich kann durchschießen, die nicht. Das ist mal ein schöner Service. Ah. Oh, den haben wir verfallt. Wieder noch einmal verfallt. Gibt's doch nicht. Sind wieder hastig, die Leute heute. So. Wow, was war das? Okay. Ich sag mal so, ich werde hier einen Cut machen und dann sehen wir uns beim nächsten Teil, wenn wir weitergehen. Bis dahin, tschüss.